Herzlich willkommen. Im letzten Video hatte ich ja nochmal in Frage gestellt, ist denn dieses 16 zu 8 Fasten, der Erfolg von diesem Fasten, ist das wirklich davon abhängig, dass ich 16 Stunden nichts esse und nur in einem begrenzten Zeitraum esse? Ja, Studien, ganz aktuelle, intensive Studien mit Mäusen über den Zeitraum von 4 Jahren hatten ja gezeigt, dass beispielsweise die Mäuse, die insgesamt ihr ganzes Leben lang, also 4 Jahre lang, 22 Stunden fasteten, die also ihre Ernährung hinbekommen haben, einmal am Tag, haben die dann innerhalb von 2 Stunden aufgefuttert und hatten dann eben, ja, die restlichen 22 Stunden gefastet. Und dann gab es ja die andere Mäusegruppe, die haben 12 Stunden durchgehend gegessen und haben dann 12 Stunden nichts bekommen. Und man hat dort diesen Unterschied überhaupt nicht so festgestellt, dass die Mäuse dort extrem viel länger lebten, die eben diese lange Fastenperiode hatten. Aber was man dort festgestellt hatte, das war eben, dass diese Reduzierung der Nahrung, also das hat man um 30 bis 40% reduziert gehabt über die gesamte Lebensspanne der Mäuse, dass das sich so extrem auf das lange Leben ausgewirkt hat. Also die Mäuse, die wurden sehr alt. Und die Mäuse waren natürlich auch sehr gesund. Also alle Alterskrankheiten wie Diabetes, wie ja, Arthrose oder ja, Herz-Kreislauf-Sachen, die sind eben dann auch sehr weit hinten erst gekommen, also zum Lebensende erst. Und das ist ja das, was wir als Menschen anstreben. Es nützt uns ja nichts, dass wir alt werden, sondern wir möchten ja gesund alt werden. Und ich möchte hier in diesem Video mal ein bisschen, ja, ich glaube mal, vielleicht mal so Sie über die kleine Hürde heben. Wie geht denn das? Wie kann ich denn das hinbekommen, dass ich weniger esse? Ja, wenn Sie es interessiert, bleiben Sie dran, es wird spannend. Also mir geht es ja auch so, ich komme mit nichts essen, also mit dem Fasten, mit Heilfasten, da komme ich super gut zurecht. Da kann ich eine Woche, 8 Tage, 10 Tage, 12 Tage nichts essen. Das macht mir überhaupt nichts aus. Also wenn ich dann einmal im Fastenmodus drinnen bin, womit ich selbst auch zu tun habe, das ist mit diesem weniger Essen. Weniger Essen, wie mache ich denn das? Weil wenn man jetzt so ein bisschen seine Portionen hat, ich habe mein Mittagessen, mein Frühstück, mein Abendbrot und habe dann so meine gewisse Menge, die ich esse. Und meistens, wie ja, ich glaube mal, das ist so 80% der Menschen futtern auch zwischendurch. Also habe ich dann irgendwann komme ich auf eine Menge vom Essen, die wahrscheinlich meistens meinem Körper nicht gut tut, weil gibt ja wirklich so einen alten Spruch: Wir essen zu viel, wir essen zu ja zu denaturiert, wir essen zu durcheinander, wir essen zu oft. Also unser Körper hat eigentlich kaum Möglichkeiten, sich mal zu regenerieren. Und jetzt wurde ja in diesen Studien mit den Mäusen das ganz wunderbar herausgestellt, dass man wirklich sagen kann, wenn ich in einem Zeitraum von 12 Stunden, was meine aktive Zeit ist, wenn ich da esse, dass das meinem Körper sehr gut bekommt und dann die anderen 12 Stunden in meiner nicht aktiven Zeit, also das ist eben bei uns nachts dort nichts esse, dann können meine Zellen sich regenerieren, dann ist der zirkadiane Rhythmus also nicht gestört und meine ganzen Gene, alles arbeitet so, wie es arbeiten soll, meiner Organuhr entsprechend eben. So, aber dieses weniger Essen, wie könnte ich das denn machen? Und weniger Essen, das heißt ja, weniger Kalorien zu mir nehmen. Und wenn ich weniger Kalorien zu mir nehme, dann muss ich schauen, dass ich trotzdem die entsprechenden Nährstoffe auch habe. Und ich hatte das schon mal auch vor langer, langer Zeit, Walter Longo, das ist ja wirklich so ein Altersforscher und der hat es ja damals auch schon ja, sehr, sehr untersucht, was passiert, wenn man jetzt zum Beispiel weniger Nahrung gibt, Tieren, Eintagsfliegen, Mäusen, Ratten, wie diese Organismen sich darauf sehr gut einstellen können und wie das eben auch Krankheiten verhindert. Und man hat zum Beispiel dort ja auch schon mal an Studien, das ging mal in so einem Schweizer Chalet, wo dort vielleicht so 30, 40 Menschen eingeladen waren und wo man dann getestet hat, wie die ihre Nahrungsmenge aufnehmen, wie viel sie aufnehmen. Und da war es eben so, dass man feststellte, dass die Gruppe, die viel Proteine hatte, dass die am Ende ungefähr 35% weniger Kilokalorien zu sich nahm. Also man hat diese Gruppen dann aufgeteilt. Am ersten Tag, die ersten 2, 3 Tage durften die vom Buffet alles essen. Und dann wurden die Gruppen so unterteilt in die, die weiterhin alles gegessen haben. Die anderen, die haben mehr kohlenhydratreiche Ernährung bekommen und die anderen, die haben eben dann mehr
diese proteinhaltige Ernährung bekommen. Und dann hat man geschaut, wie viele Kalorien wurden da jeweils zu sich genommen. Und es waren eben 35% weniger Kalorien. Und das ist jetzt mal so der erste Ansatzpunkt, dass man seine Nahrungskette mal anschaut. Was esse ich am Tag? Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt morgens vielleicht, ja, ich sag mal so ein Marmeladenbrötchen, vielleicht mit einem Ei dazu esse oder habe dort noch vielleicht irgendwelche anderen, ja, kohlenhydratreichen Zutaten oder ob ich dann sage, ich gehe morgens auf ein Eiweißfrühstück, dass ich mir einen Joghurt nehme, dass ich dort Sämereien reinmache, dass ich dort Nüsse, vor allen Dingen auch Mandeln reinmache und habe dann dort schon mal am Morgen eine Riesenmenge an Proteinen. Und diese Proteine, die machen eben auch satt. Und da gab es auch wieder mal so eine Studie mit den Mormonengrillen. Die Mormonengrillen, die da über Arizona oder wo das ist, so jedes Jahr einmal hinwegfegen. Und dass die bei den Mormonengrillen, dass die eigentlich sich selbst gegenseitig auffressen, weil die Mormonengrille besteht eben aus Protein, Insektenprotein. Und man hat dort auch diese Schälchen hingestellt mit der Ernährung, dass man einmal Mischernährung, einmal proteinhaltige Ernährung und einmal diese nur die Kohlenhydraternährung hin hat. Und die Mormonen, die sind ausschließlich auf die Proteine gegangen. Also weiß man schon, dass auch so Insekten, ein Tier frisst, bis es satt ist. Und ein Tier braucht Proteine. Und wenn sein Proteinbedarf gedeckt ist, dann hört es auf zu fressen. Das ist ja, ich sag mal so, klar, man weiß es heute bei Hunden. Hunde, die überfressen sich gerne mal, was bei einer Katze beispielsweise nie passiert. Eine Katze, wenn die eine gute proteinreiche Ernährung bekommt, dann ist sie satt und dann hört die auf zu fressen. Und das ist wiederum, was wir uns Menschen von Tieren einfach abschauen sollten. Und dann habe ich zum Beispiel die Proteingruppe. Proteine sind Eiweiße. Proteine habe ich in den Nüssen, Mandeln, Sämereien. Proteine, die habe ich beispielsweise auch in Joghurt, in diesen Milchprodukten. Proteine, die habe ich in Fleisch, die habe ich in Fisch. Wobei wir wieder sagen müssen, ab einem gewissen Lebensalter sollte man auf alle Fälle aufs rote Fleisch verzichten. Dann sollte man wirklich nur noch auf helles Kalbfleisch gehen. Dann sollte man auf Geflügel gehen. Fisch sowieso, aber dass man diese dunklen Fleischsorten meidet, weil da gibt es ja wiederum in unserem Körper diesen mTOR, das ist auch wieder ein Molekül, ein Strukturmolekül, mTOR, was eben ein Zellwachstum fördert. Und mTOR, das brauche ich ganz dringend, wenn ich im Wachstum bin, wenn ich jugendlich bin. Aber im Alter brauche ich das nicht mehr unbedingt, weil es fördert eben auch das Krebswachstum. Also da ist wirklich gibt es jetzt auch Studien von 50 bis 65, ist es gefährlich, wenn ich dort sehr, sehr viel Fleisch esse. Es gibt ja auch welche, die diese Paleo-Diät favorisieren, wo ich dann nur Fleisch esse. Auf Dauer wahrscheinlich nicht gut. Auf Dauer wahrscheinlich nicht gut. Ich bin sowieso mit dem Fleischkonsum sehr, sehr drastisch reduziert und bin eigentlich im Moment so ein bisschen eher in Richtung auf jeden Fall Vegetarier, aber wenn nicht sogar bald vegan. Weil irgendwo im Moment merke ich, ich habe ein Problem damit, mit der Tierhaltung, wie Tiere geschlachtet werden. Es ist alles kein gutes Verhältnis mehr auf der Welt. Und deswegen gehe ich dann schon ein bisschen in die Richtung, ohne dass ich jetzt irgendjemanden verurteile, der sagt, ich brauche meinen Steak, ich brauche das. Weil man weiß wiederum, dass gerade Fleisch hat immer noch die besten oder viele, viele Vitamine. Und beim B12 wissen wir, als Veganer habe ich dann irgendwann den Mangel, definitiv. Ja, Proteine, dann wäre das der erste Schritt. Und ich hatte wirklich vor einiger Zeit so ein Video gemacht mit diesem Mandelfrühstück. Und das habe ich echt festgestellt. Wenn ich so 80 bis 100 Gramm Mandeln, die ich mir ja vorher schon mal einweiche, die ich dann auch durch den Mixer klein häcksle, ob ich jetzt die Schalen dran lasse oder nicht. Ich hatte dann auch mal einen Kommentar, man verschenkt ja wertvolle Ballaststoffe. Mir ging es einfach auch darum, dass man diese Mandeln ja auch irgendwo klein kriegen muss. Aber ich habe es dann auch mal ausprobiert mit meinem Mixer und es ging auch mit den Schalen. Aber ein bisschen einweichen, das war gut, weil ich bin ja hier auch kein Kanal für 12-Jährige, für 20-Jährige. Wir sind ab der Lebensmitte. Und was man nicht unterschätzen sollte, dass viele ältere Menschen wirklich mit den Zähnen Probleme haben. Da sitzen die Prothesen nicht richtig, da ist dies oder das. Also deswegen, die vermeiden dann auch wirklich so harte Nahrung, und wenn ich jetzt solche Mandeln zerkleinere, dann habe ich ja einfach schon ein bisschen feinere Nahrung. Das dazu erstmal. Ja, und festgestellt habe ich, dass
wenn man das mit diesen Mandeln macht und dann eben ein bisschen Haferflocken rein und dann kann man ja noch ein paar andere Sämereien machen, dass man da wirklich sehr, sehr lange satt ist. Also das morgens schon gegessen, das muss ja nicht früh um 6 sein, das kann ich in der Zeit von um 8 bis um 10, weil dann ist auch meine Organuhr so richtig schön am Arbeiten für die Verdauung, dann kann ich das essen und dann brauche ich bis nachmittags oftmals gar nichts mehr. Und dann komme ich nämlich schon mal in diesen Rhythmus, dass ich vielleicht nur noch 2 Mahlzeiten brauche am Tag, weil dann habe ich einmal so viel Proteine und dann kann ich mir in der zweiten Hauptmahlzeit sehr, sehr viel Gemüse noch dazugeben. Dann kann ich da vielleicht einen Fisch mitnehmen, Tofu oder ja, natürlich auch Kohlenhydrate, definitiv. Aber ich kann so ein bisschen mehr proteinhaltiger meine Ernährung gestalten. Und ich merke, ich bin satt, ich habe nicht immer diesen Heißhunger. Weil es geht einfach darum, auch den Zuckerkonsum zu reduzieren, weil Zucker macht eben auch immer wieder Appetit und Appetit und hungrig. Und beim Zucker Richtung Langlebigkeit habe ich eben immer wieder dann das Gefahr der Arteriosklerose, weil nicht der Alkohol macht die Fettleber, sondern ich denke mal zu 80, 90% ist es der Zucker, der die Fettleber macht, also die nicht alkoholische Fettleber. Die ist so weit verbreitet unter den Menschen, das glaubt kein Mensch. Ja, haben wir es wieder. Aber ich könnte jetzt beispielsweise diese proteinreiche Ernährung früh mit diesem ganz proteinreichen, reichhaltigen Frühstück beginnen und könnte dann irgendwann gegen Nachmittag mir meine zweite Hauptmahlzeit gönnen. Und vielleicht mal noch einen Salat zwischendurch. Und dann merke ich mit der Zeit, ich habe, der Appetit geht weg. Also der Appetit in dem Sinne, dass wir essen ja häufig, weil wir wollen, wir füllen uns. Wir fühlen eine Leere. Wir fühlen einfach, dass unser Körper nicht richtig versorgt ist und sind ständig am Futtern und gucken, wo kann ich noch was herbekommen. Und dann müssen wir wieder ins Tierreich schauen. Wenn das Tier seinen Proteinbedarf gedeckt hat, dann ist es satt und hört auf zu fressen. Also es kann jetzt ein Löwe, da frisst jetzt kein anderes Tier bis auf die Knochen auf, weil das schafft er nicht. Er ist dann irgendwann gesättigt. Und so sollten wir uns das auch ein bisschen angewöhnen, auf unser Sättigungsgefühl zu hören und zu schauen, mal ein bisschen differenzieren. Wo spüren wir, dass wir satt sind? Wo spüren wir, dass wir nicht mehr diesen Heißhunger haben? Und wenn ich das einmal durchbrochen habe, diesen Heißhunger nicht mehr an mich so ranzulassen oder eben den Zucker beispielsweise zu eliminieren, dann ist es auch eine Leichtigkeit, weniger Kalorien zu mir zu nehmen. Dann nehme ich nur noch Kalorien zu mir, die mir richtig Power geben, die mir Kraft geben. Und damit ist natürlich auch die Frage des Abnehmens, weil diese Tiere, also diese Mäuse, die haben ihr Leben lang, hatten die diese 30 bis 40% weniger an Kilokalorien. Aber die haben jetzt dieses Leben lang, das ist ja nicht, dass die ein Leben lang abgenommen haben. Das ist wie beim Heilfasten. Man nimmt so in der ersten Woche bis 8 Tage nimmt man schon jeden Tag so seine 500 Gramm fast ab. Da geht das ganz schön nach unten. Aber irgendwann hat der Körper sich darauf eingestellt und so ist es auch bei diesem weniger Essen. Also ich muss nicht davon ausgehen, dass ich, wenn ich heute anfange, diese 30% weniger zu essen, dass ich in einem halben Jahr bloß noch ein Gerippe bin, weil der Körper stellt sich drauf ein. Aber er hat eben dann durch diesen zirkadianen Rhythmus, er hat die Möglichkeit zur Zellregeneration. Und das war, was der Walter Longo damals, da war ich auch so begeistert von diesen Studien an den Mäusen oder an diesen Eintagsfliegen, weil man kann das eben bei kurzlebigen Primaten, kann man das ja eben schön testen. Das würde jetzt, also ehe Menschenstudien da durch sind, dauert es eben 15, 20, 30 Jahre und diese Studien gibt es auch beispielsweise ja auch mit der Kreta-Diät. Aber bei diesen Mäusen oder Fliegen kann man das relativ gut testen und er hatte ja damals das schon herausgefunden, dass die einfach fitter waren, aber man hat dort nicht so genau nach der Nahrungsmenge geschaut und man hat eben auch nicht genau geschaut, wann hat man denen das Fressen gegeben? Und das hat diese eine Studie, die verlinke ich heute nochmal drunter, das hat diese Gruppe, das haben die eben gemacht, die haben das akribisch genau ausprobiert und ja, dokumentiert und dann sind die Ergebnisse rausgekommen. Ja. Und heute sollte es jetzt mal darum gehen, wie kann ich weniger essen? Also einfach auf die Proteine setzen. Es ist gar nicht so schwer. Ja, herzlichen Dank fürs Zusehen und ich wünsche Ihnen viel Gesundheit und ich wünsche Ihnen, das vielleicht auch mal ja, anzunehmen. Bis zum nächsten Video, Ihre Nadja.